Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Yoga Junkies Box. Die wird nun auch jeden Monat bei mir auf meinem Kanal vorgestellt und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat in der Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin jetzt auch offizieller Teil der Yoga Junkies Family. Das heißt, ich habe eine Kooperation mit der Firma und ich freue mich unfassbar. Vielen, vielen Dank. Ich finde es so, so cool. Ich habe auch einen Gutscheincode bekommen. Den könnt ihr gerne dann auch verwenden. Das ist ein 10% Code. Ich verdiene tatsächlich auch ein bisschen was dran. Das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Und ihr würdet mich dabei sehr unterstützen, wenn ihr euch für die Box interessiert. Nehmt gerne meinen Code, dann kannst du ein bisschen sparen. Ich kann ein bisschen was verdienen und wir kommen erstmal zur Box an sich. Also, das ist eine ganz spezielle Box und zwar ist es nicht nur reine Beauty, sondern es hat auch viel mit Meditativität, nennt man das so? Ich glaube schon, oder? Mit Meditation zu tun, mit Entspannung, mit Yoga. Dieses Spirituelle, würde ich mal so sagen. Und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich kriege es selber noch nicht so ganz hin zu meditieren. Dafür bin ich einfach selber viel zu unruhig. Aber vielleicht hilft das ein oder andere Essential mir, was sich in der Box verbirgt. Die Box erscheint monatlich, kostet 39,99 €, wenn du Mitglied von den Yoga Junkies bist. Also quasi, wenn du dort ein Abo abschließt. Und wenn du die Box einmalig bestellst, zahlst du 49,99 €. Das ist ein Batzen Geld, aber du bekommst halt auch ordentlich was dafür, denn der Warenwert liegt immer so bei 60 € von den Produkten. Es gibt auch auf der Yoga Junkies Homepage einen Online-Shop, wo du dann auch einzelne Produkte bestellen kannst. Und ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir gucken einfach mal zusammen rein. We come, we flow, we love steht auf jeder dieser Boxen drauf. Mega, mega cool. Dem einen oder anderen von euch ist diese Box auch schon mal begegnet, als er was bei mir gewonnen hat, denn das ist auch immer eine super Verlosungsbox. Genau, hier sehen wir dann auch nochmal, wie man das perfekte Unboxing gestaltet. Ich mache es auf die Claudi-Art und Weise und stelle sie einfach mal hier so vor. Zuallererst haben wir hier einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit Produktinformationen, wenn man nicht mehr weiter weiß, was genau das jetzt ist, was man gerade in den Händen hält. Oder einfach ein paar Infos, ne? Finde ich ganz cool. Ich habe hier tatsächlich die Juni-Version erhalten und das ist die Sweet Sensations Edition. Hier steht auch ein kleines Vorwort drin, was sich die liebe Hannah und der liebe Tyler dabei gedacht haben. Diesen Monat haben wir eine Box rund um Aromatherapie erstellt. Die Box bietet dir verschiedene Möglichkeiten, wie du deine lieblings-ätherischen Öle auftragen und genießen kannst. Nach den harten und stressigen Monaten, die wir alle in letzter Zeit durchstehen mussten, ist es an der Zeit, unseren Stress mit der Kraft der ätherischen Öle wieder ein wenig abzubauen. Wie die meisten Unternehmen hat der Coronavirus auch für uns Herausforderungen mit sich gebracht. Zum Glück konnten wir die Situation auch ohne große Verluste bewältigen. Wir bedanken uns für deine Geduld, dass unser Versandplan seit April etwas nach hinten verschoben war. Good News, wir haben es geschafft, eine Lösung zu finden und ab Juli werden wir unsere Box wieder Mitte des Monats versenden. Ja, das ist einfach eine ganz harte Zeit gewesen und deswegen, gerade wenn du genau in der Zeit ein kleines Unternehmen gründest, ist alles ein bisschen anders. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass da alles ein bisschen drunter und drüber lief. Ich finde, das ist einfach den Unternehmen dann einfach mal verziehen. Ich bin selber in der Wirtschaft tätig, also ich bin ja ganz normal am Arbeiten und da weiß ich einfach, wie das einfach abging in der Zeit. Also ich glaube, das wissen wir alle, oder Leute? Ich meine, doch, das wissen wir einfach. Gut, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Box und ich bin sehr, sehr gespannt, denn Aromatherapie finde ich total klasse. Ich mag Düfte, ich mag es auch, also ich verbinde auch viel mit Düften, ne? Dass ich halt auch so ein bisschen abschalten kann oder dass ich motiviert werde durch Düfte, dass ich ein bestimmtes Gefühl einfach dadurch bekomme und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr spektakulär. Wir fangen jetzt einfach mal an mit einem Produkt, was hier ziemlich groß ist und was ich einfach direkt rausnehme. Und zwar Mini Aroma Diffuser. Ich habe die weiße Variante hier bekommen. Das ist ja interessant, ein Aroma Diffuser. Ich mag sowas. Ich finde das echt klasse. Das kannst du, oder ich kann es halt am besten so in größeren Räumen haben, ne, weil ich das ansonsten von der Duftintensität nicht so hinbekomme bei mir. Ach, guck mal. Ist hier so eingepackt. Ist das schön, das passt ja. Ist das schön, oder? Sehr sleek, sehr clean vom Design und hier oben hast du dann halt so eine Geschichte und da rein machst du dir dann wahrscheinlich den Duft, oder?
Muss ich mal gucken. Vielleicht haben wir auch einen Duft mit drin. Das muss ich mal schauen. Das finde ich ja klasse. Hier kannst du es mit einem USB-Kabel laden. Und das ist hier auch drin. Also mit so einem Mini-USB. Ja, ich meine, sowas hat man auch immer mal wieder zu Hause. Aber das ist, glaube ich, größer als das USB-Kabel von meinem Handy. Deswegen finde ich das schon wieder gut, weil sowas hätte ich dann doch nicht gehabt. Wo mache ich denn den Duft rein, Leute? Ah. Mhm. Ja, zuallererst muss man das natürlich laden. Dann kannst du bis zum Max-Punkt, der hier angegeben ist. Ach, guck mal, das ist aber der, genau. Das ist hier oben, ne? Das ist ganz schön viel. Kannst du da dann entsprechend dein Aroma-Produkt reingeben. Und dann wird das mit Wärme diffusiert. Da! Ich habe was gefunden. Okay, das hier ist Elixir Blood Orange. Okay, Orange ist eigentlich nicht so mein Duft, aber ja, wenn das nichts für meinen Raumduft ist, gebe ich mir das gerne in die Wäsche. Denn da habe ich so einen Waschball, wo ich dann einfach ein bisschen ätherisches Öl reinmache, damit die Wäsche halt ein bisschen nach was riecht. For Beauty and Mind. 100% naturreines ätherisches Öl, Aroma-Kosmetikum zur Körperpflege. Auf jeden Fall wirst du dieses Produkt nehmen, bis zur Max-Markierung, maximal das Wasser reinfüllen. Dann kannst du ein bisschen was von dem ätherischen Öl dazugeben und ja, dann auf Andrücken und dann diffusiert das so rum und wird den Raum dann entsprechend mit einem schönen Duft erfreuen. Und das finde ich cool und das werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Ich muss nur erstmal gucken, wie das mit der Intensität aussieht. Das muss ich erstmal testen und dann das vielleicht einfach mal hier so vorher im Raum diffusieren lassen oder im Wohnzimmer oder so. Mega cool. Cool, 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 cool. Dann haben wir hier ein Schmuckkästchen und da steht Yoga Junkies drauf. Heidenei, was ist da wohl drin, Leute? Das ist hier... Oh. Ist das schön. Das ist ein Lavastein Aromatherapy Necklace. Erlebe die Wirkung deines ätherischen Lieblingsöls. Lege deine Halskette auf ein Handtuch oder saugfähiges Material, um überschüssiges Öl aufzufangen. Tröpfle ein paar Tropfen deines bevorzugten ätherischen Öls auf beide Lavasteinperlen. Genieße die wohltuende Wirkung deiner Aromatherapie-Halskette und fülle je nach Notwendigkeit ein paar Tropfen Öl nach. Das finde ich ja geil. Das ist halt eine Kette. Genau, dann hast du halt diese Lavasteine und die sind dann... Oh, ist das schön. Meine Güte. Dann lege ich mir doch mal direkt die Kette an. Ich bin auch mal gespannt, wie das optisch aussieht, ne? Weil es kann natürlich ja auch einfach ein ganz normaler Schmuck sein, den du so trägst. Dafür musst du ja nicht jetzt irgendwie da ätherisches Öl dran machen, weil ich finde die ja so schon mal richtig schön. Das ist halt so eine Kette und die finde ich echt hübsch. Ich meine, die kannst du ja auch, ne? Einfach so tragen und das ist auf jeden Fall ein Blickfang. Mag ich gerne leiden. Ei, ist die hübsch. Dazu dann so schwarze Ohrringe, die habe ich jetzt gerade nicht an, aber das sieht auch richtig, richtig cool aus. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn du dann hier so atmest, hier vor allem, normal, ne? Ja, dass dann einfach diese ätherischen Düfte dann so hochsteigen. Ich glaube, das ist eine coole Nummer, ne? Also ich finde es klasse. Dafür muss man halt jetzt nicht irgendwie ja, Yoga machen oder das halt so von der Philosophie leben, finde ich. Die Produkte kannst du ja auch so verwenden, ne? Das finde ich echt cool. Okay, was haben wir als nächstes? Das ist ein Getränk, oder? Jägertee. White Cassis. Refresh your happiness. Ach, schön. Weißer Tee mit schwarzer Johannisbeere. Mensch, das ist so positiv alles, was dann da drin ist, ne? Einfach so ein bisschen, um ein bisschen Glückseligkeit zu bekommen. Und das finde ich nett. Eistee vegan. Riecht extrem fruchtig, sehr, sehr beerig. Schmeckt schon sehr intensiv, aber richtig lecker. White Cassis habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Hm. Ist aber echt lecker. Mag ich gerne. Doch. Dann haben wir etwas hier drin. Duschbombe total entspannt Fichte für zweimal Duschen von Wald 7. Die habe ich schon mal verwendet. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wenn man die verwendet, dass du dann auch voll die, keine Ahnung, Explosion von Schaum in der Dusche hast und so. Das hast du damit nicht. Du hast dann so ein leichtes Blubbern und so einen ganz zarten, dezenten Duft. Bei uns liegt es daran, wir haben halt eine offene Dusche, ne? Also wir haben halt keine Duschkabine in dem Sinne. Wir haben halt eine Walk-in-Dusche. Das ist eine Duschwand, die dann an einer Seite ist. An zwei anderen Seiten hast du einfach das Mauerwerk vom Haus und eine Seite ist halt komplett offen. Und natürlich wird dann da der ganze Duft im ganzen Badezimmer versprüht und dann
merkst du da halt unter der Dusche nicht mehr so viel von. Ich werde die aber mal wieder ausprobieren, doch. Das ist total entspannt und das finde ich gut. Fichte ist jetzt nicht unbedingt was für den Sommer, finde ich. Das ist für mich eher was so für Richtung Weihnachten, Winter, wenn es draußen so kalt ist und man so diesen Tannenduft überhaupt hat, ne? Deswegen aber kann ich mir auf jeden Fall demnächst mal wieder gönnen und dann kann ich im Aufgebraucht-Video erzählen, wie es war. Genau, und da bin ich gespannt. Und da ist halt so ein großes Tab drin. Das brichst du einfach einmal durch, damit du halt zwei Anwendungen davon hast. Vielleicht verwende ich es aber auch einmal für, also ein ganzes Tab für eine Anwendung, weil der Duft halt wirklich überall hingeht. Das wäre dann ein bisschen schade, wenn man es halt nicht riecht, ne? Und das Letzte, was wir hier drin haben, ist dieses Produkt. Und das sind so Steinchen. Ja, das sagt mir überhaupt nichts, was das ist. Muss ich gestehen, das ist, nein. Guck mal, das ist ein Roller. Nein. Ui. Sind das Amethysten da drin? Und ich glaube, das ist für die untere Augenpartie. Oh, wie schön. Ich dachte, das wären so Dekosteinchen. Nee, jetzt habe ich da Make-up dran. Das ist nicht so schlau gewesen. Aber geil. Das kannst du wahrscheinlich auch nehmen, um die Augencreme einzuarbeiten oder so. Boah, mega geil. Das war gerade voll schön angenehm kühlend. Also, ne, schaut so aus. Das habe ich schon wieder zugemacht, weil ich so aufgeregt bin und herausfinden will, was es ist. Und hier hast du halt diese Kugel. Die ist super, super angenehm. Boah, das ist geil. Das finde ich toll. So, jetzt nehme ich mir das Heftchen mal her und schau, was das ist. Siehste, Amethyst, sag ich doch. Edelstein Pulse Point Roller. Intensiviere die Wirkung deiner ätherischen Öle mit der Kraft der Edelsteine. Dieser einzigartige Roller ist ein Standard 10 ml Klarglasfläschchen, das mit einer Edelstahl-Rollerkugel und Edelstein im Inneren versehen ist. Edelsteine und ätherische Öle funktionieren besonders harmonisch miteinander, da beide jeweils eine inhärente Wirkung der Erde haben. Amethyst ist ein wunderbarer Stein, um sich tiefer mit dem Geist zu verbinden. Er fördert den Seelenfrieden und ist dafür bekannt, beschützend und reinigend zu sein. Er hilft dir in deiner Meditationspraxis und erhöht deine Verbindung zu höheren spirituellen Kräften. Also im Prinzip, ich weiß nicht, ob du dann, ich denke schon, ne, dass du dir dann entweder halt die Augengeschichte damit natürlich einrollen kannst aus rein physischen Geschichten, dass das einfach möglich ist. Oder dass du halt dir so ätherisches Öl auf die Schläfen gibst. Dieses, was wir hier auch mitgeliefert bekommen haben, ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach zu der Entspannung oder dann auch auf die Handgelenke. Ich glaube, das fühlt sich auch ganz schön an. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Das fühlt sich gerade echt schön an. Doch. Mensch, das, also ne, für mich ist es einfach mal auch ein bisschen Neuland, aber ich finde, es ist cooles Neuland, auf das ich mich wirklich gerne begebe. Und ja, mir macht es einfach Spaß, diese Produkte dann rauszunehmen, in die Hand zu nehmen, Neues zu entdecken und einfach in eine für mich ganz, ganz andere Welt einzutauchen. Und ich finde es irgendwie echt umwerfend. Also ich finde es echt klasse und ich finde Hannah und Tyler auch total großartig, total lieb und unterstützt sie gerne. Wir haben unten in der Infobox auch ein paar Links, die ich euch reingesetzt habe, zu dem Instagram-Profil, zu dem YouTube-Kanal, wo man dann auch an Yoga-Sessions teilnehmen kann. Keine Ahnung, die Homepage habe ich euch natürlich auch verlinkt. Mein Rabattcode natürlich auch in die Infobox gesetzt, läuft. Und ja, ein Link, wie ihr zu den Boxen kommt und so weiter, ne? Schaut da gerne einfach mal vorbei. Mir hat Spaß gemacht. Doch, sind ziemlich coole Produkte und das muss ich auch irgendwie mal mit einem Oberteil kombinieren, was halt so ist, ne? Ich glaube, das kommt auch richtig gut. Ich finde das mega schön. Ja, Claudia zieht sich hier halb aus. Okay, ja, Leute, es hat mir richtig Freude bereitet, es hat mir Spaß gemacht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.